eine Polizeistation in Sanfronia City. Bitte erzählen Sie es uns doch noch einmal von vorn. Noch einmal. Wie oft denn noch? Ich habe es Ihnen doch schon zigmal erzählt. Wieso helfen Sie mir nicht? Nun, die Geschichte ist doch etwas zu seltsam, finden Sie nicht auch? Okay, Sie glauben mir nicht. Ich verstehe. Ich werde es noch einmal erzählen. Doch bitte, dann helfen Sie mir. Fangen Sie an. Also, wissen Sie, es ist der Traum eines jeden Jungen, Pokémon-Meister zu werden. Warum sollte ich da anders sein? Und Sie müssen wissen, ich bin... Nein, vielmehr, ich war gut. Bis ich diesen alten Mann in der Innenstadt getroffen hatte. Du scheinst stark zu sein. Ich habe vorhin deinen Kampf mit dem Jungen, mit dem Magby, beobachtet. Wie wäre es denn mit einem Duell? Gar kein Problem. Seien Sie aber nicht enttäuscht, wenn Sie verlieren. Ich nehme keine Rücksicht auf Ihr Alter oder das Ihrer Pokémon. Blitzer! Du bist dran! Der Kampf dauerte nicht lang. Er setzte ein Gengar ein. Ein unglaublich widerliches Gengar. Ich dachte immer, jedes Pokémon hätte etwas Schönes. Doch dieses strahlte nur Finsternis aus. Was soll ich sagen? Mein Blitzer hatte keine Chance. Es wurde durch seinen Spukball einfach hinweggefegt. Blitzer! Nein! Du musst stärker werden, mein Kleiner. Aber es war auch nicht ganz fair. Mein Gengar war deinem Blitzer definitiv überlegen. Du solltest dir überlegen, einen Psycho-Pokémon aus der alten Villa zu fangen. Das könnte dir weiterhelfen. Blitzer, komm zu dir! Bitte! Mann, ich hab dich noch nie verlieren sehen. Du warst doch immer der Beste in unserer Klasse. Das wird nie wieder passieren. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich brachte meinen Blitzer zu einem Pokécenter und ging danach nach Haus. Zu meinem kleinen Bruder. War das das letzte Mal, dass Sie... Ja. Fahren Sie fort. Ich ging zurück zum Heim. Ich und mein Bruder waren dort nach dem Tod unserer Eltern untergebracht worden. Die ersten Jahre waren keine leichte Zeit. An was sind Ihre Eltern gestorben? Spielt das eine Rolle? Ich will nichts ausschließen. Es war ein Unfall im Mondberg. Sie waren dort, um Mineralien und Pokémon zu sammeln. Doch dann gab es ein Erdbeben. Seitdem versuche ich auf meinen Bruder immer aufzupassen. So gut es nur irgendwie ging. Daher sagte ich ihm auch, bevor ich mich zur zerfallenen Villa, die der alte Mann erwähnt hatte, aufmachte, dass er sich keine Sorgen machen sollte und ich bald mit einem neuen Pokémon wieder da sein würde. Er hatte sich schon richtig gefreut. Fragte, ob er nicht mitkommen könnte, wie kleine Brüder eben so sind. Sie sagten zu? Nein, natürlich nicht. Ich habe Ihnen die Geschichte auch schon immer und immer wieder erzählt. Ich muss die Frage stellen. Aber, natürlich. Ich wartete, bis keiner mehr im Heim wach war und schlich mich heraus. Es dauerte nicht lang. Ich erreichte die Villa auf den Hügeln neben den Stadtwald, kurz vor Mitternacht. Da lag sie wie ein altes, verfallenes, unheilbringendes Geschwür in den schwarzen Dickicht des Waldrandes. Es war seltsam. Ich wollte gar nicht mehr in das Haus. Alles in mir schrie, dass ich umdrehen nach Hause laufen sollte. Doch... Meine Hand, wie von selbst, ergriff langsam den uralten, eiskalten Türknauf und drehte ihn. Mit einem grausamen Ächzen öffnete sich die Tür und ich schritt in die Dunkelheit. Meine Augen brauchten einen Moment, um sich an die Finsternis zu gewöhnen. Doch dann erblickte ich das Innenleben. Alles wirkte, als wäre es vor wenigen Minuten noch genutzt worden, als wäre noch jemand hier gewesen. Alles schien so gut erhalten, die Möbel, die Böden... Nur eine Staubschicht bedeckte alles. Ich rief leise. Hallo? Ist hier wer? Doch ich bekam keine Antwort. In den Raum weiter knarzte auf einmal eine Diele. Mein Blut erstarrte zu Eis. Langsam kroch meine Furcht immer und immer stärker durch meinen Körper. Doch ich wollte dieses Pokémon. Es muss hier doch irgendwo sein. Ich bewegte mich auf den Raum des Knarzens zu. Es schien wohl die Küche zu sein. Ich öffnete die Tür und... Und? Erzählen Sie weiter.
Ich konnte es nicht glauben. Dort war ein gedeckter Tisch, auf dem Kaffeetassen standen. Eine Kanne, aus der es sogar dampfte. Irgendjemand, irgendwas lebte in diesem Haus. Es musste so sein. Ich wollte nicht als Einbrecher gelten. Ich drehte mich um, wollte so schnell wie es nur ging, irgendwie raus aus dem Haus. Ich rannte zurück zum Eingang, riss am Türgriff. Doch nichts. Er reagierte nicht. Die Tür, sie war zu. Egal was ich tat, sie war wie fest verschlossen. Das Knarzen im Haus wurde immer und immer intensiver, deutlich rhythmischer. Es war, als würde es auf mich zukommen. Knarz, knarz. Die Türen zu den anderen Räumen, die ich gerade noch so deutlich gesehen hatte, verschwammen und verschwammen immer weiter in der Dunkelheit, als würden sie auf mich zukriechen, begleitet von diesen unerträglichen Knarzen. Knarz, knarz. Ich rannte zum letzten Ort, den ich noch deutlich erkennen konnte. Die Treppe. Als ich die ersten Stufen erreichte, schwappte auch diese in die Dunkelheit, verschlungen wie von einem pechschwarzen Meer. Ich hastete und hastete die Treppen hinauf. Knarz, knarz. Es gab nur eine Tür, zu der die Treppe führte. Knarz, knarz. Ich rannte hinein und stemmte mich gegen die Tür. Es hämmerte und klopfte. Ich schrie. Ich flehte, dass es aufhören mag. Bis Stille eintrat. Ich hörte nichts mehr. Es war so totenstill geworden, wie zu dem Zeitpunkt, als ich das Haus betreten hatte. Nur mein eigener Herzschlag hämmerte ohrenbetäubend in meinen eigenen Kopf. Oh, Besuch. Wie nett. Ich zuckte zusammen. Auf einmal stand er vor mir. Der alte Mann, gegen den ich zuvor verloren hatte. Aber er wirkte anders als bei unserem ersten Zusammentreffen. Als ich nun herausfand, warum, wünschte ich hätte ihn nicht genauer betrachtet. Seine Augen waren einfach weg. Ich starrte in zwei leere Höhlen aus purer Dunkelheit. Seine Haut war weiß und ausgedorrt. Und seine Zähne starrten wie alte Nägel aus einem morschen Zaun hervor. Da wusste ich es. Er war tot. Ein gewaltiger Schatten trat aus dem Sein. Ein Gengar. So groß und so abscheulich, wie ich noch nie zuvor ein Pokémon gesehen habe. Es war das Gengar, gegen das ich zuvor verloren hatte. Als das Gengar den alten Mann nicht mehr berührte, fiel er einfach in sich zusammen. Was? Geh weg von mir! Der Alte hat lange durchgehalten, doch nun muss ich mir wohl einen neuen Avatar suchen. Du hättest nicht zufällig Lust, mir zu dienen, ha? Was? Weißt du, ich hab dich beobachtet. Du gehörst zu der Sorte Trainer, die ich am meisten verabscheue. Ich habe niemandem etwas getan. Ha, ha, ha. Erinnerst du dich noch an dein Porenta, das du ausgesetzt hast, dass du herausgefunden hast, dass es sich nicht weiterentwickeln kann und es dir zu schwach war? Ich... Oder an das Knofensa, das seit Monaten in seinem Pokéball verschimmelt, weil du das Interesse daran verloren hast? Es sind doch nur Pokémon. Und ihr seid nur Menschen. Dieser verrottete Alte war einst mein Trainer, bevor er mich loswerden wollte. Doch ich war schneller als er. Von da an musste er bei mir bleiben bis zu seinem Tod. Und ich beschloss, dich zu meinem neuen Trainer zu machen. Für all deine Sünden. Nein, niemals! Ich hämmerte gegen die Tür, immer wilder und wilder, voller Panik. Doch sie gab nicht nach. Schlag um Schlag. Meine Hände schmerzten, mein Verstand rang um Luft. Ich musste raus. Wenn du für deine Sünden nicht einstehen willst, muss es eben jemand anders tun. Kleiner Trainer. Die Tür sprang auf einmal auf. Ich fiel in das Treppenhaus, was wieder völlig normal schien. Ich stand so schnell auf, wie ich konnte, rannte um mein Leben, rannte und rannte. Sie liefen wieder zum Heim? Ja, ich dachte, es wäre ein böser Traum. Ich dachte, ich könnte diese Begegnung hinter mir lassen. Ich dachte... Okay, bringen Sie ihn weg. Was? Ich habe es Ihnen doch erzählt. Sie müssen mir helfen. Er ist weg.
Ich sagte raus mit ihm! Und wenn er die Wahrheit sagt? Solange er uns nicht sagt, was er mit seinem Bruder gemacht hat und uns immer dieselbe abstruse Story auftischt, kommt er wieder in die Psychiatrie. Nein! Nein! Hören Sie, das ist jetzt 12 Jahre her. Er ist seit 12 Jahren weg. Und seit 12 Jahren, seit Ihrer Festnahme, dieselbe Story. Mein Bruder, Sie müssen ihn retten. Ich sehe ihn aus meiner Zelle in der Anstalt. Sehe ihn auf den Hügeln der Villa, mit blutenden Augen, wie er mit den Gengar spielen muss. Sie müssen ihn retten. Nein, lassen Sie mich los. Nein!